Wir sind heute draußen und wir, das heißt heute ausnahmsweise mal nicht nur mein Kameramann und ich, sondern wir haben heute einen Gast, das ist Samuel und Samuel hat sein Fahrrad dabei. Und mit Hilfe von Samuel und seinem Fahrrad wollen wir uns heute den Doppler-Effekt anschauen. Wir wollen uns zwei Fälle anschauen. Den einen, den kennt fast jeder aus dem Alltag. Das ist der Effekt, den man so hat, wenn der Krankenwagen an einem vorbeifährt oder das Polizeiauto oder von irgendwelchen Autorennen. Das ist, wenn der Sender des akustischen Signals, wenn der sich bewegt und man als Empfänger, also derjenige, der den Ton hört, wenn man selber steht. Dazu hat der Samuel hier in seinem Rucksack einen Lautsprecher. Der wird gleich einen ziemlich hohen Ton emittieren und mit diesem hohen Ton wird der einmal an unserem Mikrofon vorbeifahren. Wir wollen uns aber auch noch den zweiten Effekt ansehen und den kennt man typischerweise nicht so sehr aus dem Alltag. Das ist der Effekt mit dem bewegten Empfänger. Das heißt, wir haben nachher den Lautsprecher hier bei uns stationär. Der Samuel, der bekommt ein Mikrofon in seinen Rucksack und der wird dann mit diesem Mikrofon an unserem Sender vorbeifahren. Und dann können wir beobachten, dass wir auch in diesem Fall einen Doppler-Effekt wahrnehmen können. Samuel fährt jetzt einmal hier hoch und ich habe gelernt, dass er so zwischen 30 km/h, habe ich mir sagen lassen, ist gemütlich und in der Spitze 38 km/h, das geht wohl auch. Und ja, jetzt hören wir uns das einfach mal an, was passiert, wenn der Samuel dann nachher von oben runterkommt mit seinem Fahrrad. Perfekt, ich glaube, wir haben es gut gehört, oder? Also ich habe das super gehört. Ich hoffe, man hört es auf der Kamera genauso gut oder im Mikrofon. Ich habe super gehört, wie der Ton, als der hier vorbeigefahren ist, tiefer wurde. So, das war die Variante 1. Das war die Variante, wo der Sender des Signals bewegt ist. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und dabei bekommt der Samuel, wie vorhin schon gesagt, das Mikrofon. Und dann bewegt sich der Empfänger. Wir haben einmal umgebaut. Der Samuel hat jetzt hier das Mikrofon, das ist das mit dem Puschel und das Aufnahmegerät ist hinten im Rucksack drin. Und stattdessen habe ich hier diesen Lautsprecher, der uns jetzt gleich die Frequenz mit diesen 3 kHz erzeugen wird. Gut, nächste Runde. Was wir im Video jetzt gleich hören werden, das ist der Ton, den der Samuel hört, wenn der hier vorbeifährt. Damit man das Signal gut hören kann, haben wir den Wind rausgefiltert. So, das war die Versuchsdurchführung. Danke an Samuel. Kein Problem. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal im Detail an. Damit wir das jetzt nicht nur jeder für sich subjektiv hören können, sondern damit wir da auch mal eine objektive Messung haben, gucken wir uns ein Spektrogramm an. Das sieht so aus. Und da wird von links nach rechts die Zeit aufgetragen. Hier in Sekunden oben, das ist die obere Skala. Und von unten nach oben in vertikaler Richtung die Frequenz. Die geht hier von 2800 bis etwa 3200, 3300 Hertz. Das ist der Frequenzbereich, der für uns interessant ist. Dann interessiert uns noch, wie laut ein Ton bei der jeweiligen Frequenz war. Das ist hier über die Farben kodiert. Dunkle Stellen bedeuten, dieser Ton war leise. Und helle Stellen bedeuten, dieser Ton war laut. Das, was wir jetzt in diesem konkreten Spektrogramm sehen, ist für den Fall, dass sowohl Sender wie auch Empfänger ruhen. Das heißt, hier bewegt sich erstmal nichts und dann klingt das so. Das ist also ein Ton bei 3000 Hertz, der ändert sich in seiner Höhe nicht. Das ist der Fall, den wir alle kennen, wenn wir uns zum Beispiel mit jemandem unterhalten. Das ist jetzt das Spektrogramm für den bewegten Sender. Das ist der Fall, wo der Samuel mit dem Lautsprecher an dem ruhenden Mikrofon vorbeifährt. Und hier sehen wir jetzt schön, dass wir bei einer Frequenz von etwa 3080 Hertz starten, wenn der Samuel auf uns zufährt. Und in dem Moment, in dem er an uns vorbeifährt, wird die Frequenz tiefer. Und wenn er von uns wegfährt, dann ist die Frequenz bei etwa 2930 Hertz. Der Übergang, den können wir auch deutlich hören. An dieser Stelle, da ist der Samuel genau vor uns und an allem links davon fährt er auf uns zu.
An allem rechts davon fährt er von uns weg. Das ist jetzt der zweite Fall. Das ist der Fall, wo der Samuel mit dem Empfänger, also dem Mikrofon, an uns vorbeifährt und der Lautsprecher mit dem Ton bei uns bei der Kamera ist. Und wir sehen, dass auch hier dieser Doppler-Effekt auftritt. Der Verlauf von der Frequenz, der sieht qualitativ recht ähnlich aus. Quantitativ ist es unterschiedlich, aber qualitativ können wir sagen, das beginnt auch wieder bei knapp unter 3100 Hertz. Und in dem Moment, in dem der Samuel an uns vorbeifährt, sinkt die Frequenz auf etwas über 2900 Hertz. Wir schauen uns die beiden Fälle jetzt nochmal quantitativ an. Das heißt, wir können gleich berechnen, wie schnell Samuel in beiden Fällen gefahren ist. Hier sehen wir jetzt die beiden Fälle nebeneinander. Links der bewegte Sender, als Samuel mit dem Lautsprecher gefahren ist, und rechts der bewegte Empfänger, als Samuel mit dem Mikrofon gefahren ist. Wir wissen, in beiden Fällen ist die Schallgeschwindigkeit etwa 340 Meter pro Sekunde. Die Schallgeschwindigkeit ist temperaturabhängig, wir hatten so etwa 15 Grad Celsius. Wir schätzen die Unsicherheit mal auf plus minus 3 Meter pro Sekunde. Im Fall des bewegten Senders berechnet sich die Frequenz, die der Empfänger hört, aus Senderfrequenz geteilt durch 1 minus Geschwindigkeit des Senders geteilt durch Schallgeschwindigkeit. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das können wir aus dem Spektrogramm ablesen, dass die Frequenz des Empfängers etwa bei 3080 Hertz liegt, in dem Fall, in dem Samuel auf uns zufährt, und wenn wir wissen, dass die Sendefrequenz 3000 Hertz beträgt, dann können wir ausrechnen, dass der Samuel etwa 8,8 Meter pro Sekunde oder 31,8 km/h gefahren ist. Das kommt ziemlich mit dem hin, was Samuel sagte, was er typischerweise so fährt. Im zweiten Fall für den bewegten Empfänger sieht die Formel ein bisschen anders aus. Die Frequenz, die der Empfänger hört, die berechnet sich aus der Frequenz des Senders mal in Klammer 1 plus Geschwindigkeit des Empfängers durch Schallgeschwindigkeit. Auch hier haben wir jetzt mehr oder weniger zufällig die Frequenz des Empfängers bei 3080 Hertz und die Sendefrequenz wieder bei 3 kHz. Hier kommt jetzt aber raus, dass der Samuel ein bisschen schneller gefahren ist als davor, nämlich etwa 9,1 Meter pro Sekunde oder aber 32,6 km/h. Wobei wir auch festhalten müssen, dass die Messunsicherheiten bei uns jetzt hier relativ groß sind. Wir haben im ersten Fall 31,8 plus minus 4,3 km/h und im zweiten Fall 32,6 plus minus 4,6 km/h. Das heißt, es könnte auch sein, dass Samuel im ersten Fall schneller gefahren ist als im zweiten.